Erika Riebenborn, Biologin und leidenschaftliche Höhlenforscherin, brachte am 23. Juni 1953 in einer Höhle bei Koševje in Slowenien einen Sohn zur Welt. Sie verließ das Kind, doch es überlebte wie durch ein Wunder. Erika Riebenborn verbrachte den Rest ihres Lebens in nervenärztlicher Behandlung und hörte nie mehr etwas von ihrem Sohn. Schwester! Du wirst dich erkälten. Schweinchen schlau, sagte dann. Ich habe keine Angst vor dir. Schwester! Habt ihr keine Angst? Schwester! Da? Wo sind die neuen Farben? Der Herr Doktor kommt gleich. Aha. Sie haben also schon wieder versagt. Mein liebes Kind. Wenn Sie es im Leben noch mal zu etwas bringen wollen, dann müssen Sie sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Das geht nicht so weiter, Herr Doktor. Und wenn die ganze Welt gegen mich ist, das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Als sie am 13. August 1964 in einem Nervensanatorium bei Zell in Österreich starb, hinterließ Erika Riebenborn der Nachwelt hunderte von rätselhaften Bildern. 20 Jahre lang verstaubten diese Gemälde auf einem Dachboden im Haus ihres Mannes, des deutschen Konsuls in Peru, bis die Nervenärztin Dr. Ludmila Nerovna sie entdeckte. Fasziniert von den Visionen der Erika Riebenborn, entwickelte Dr. Nerovna die sogenannte Urmustertheorie, die sie auf zahlreichen wissenschaftlichen Kongressen verteidigte. Es war auf einem dieser Kongresse, wo er ihr eines Tages begegnete. Erika Riebenborns verschollener Sohn. Nein, nein, nein. Also. Das ist ein einfaches Zeichen. Mhm. Und das ist ein einfaches Zeichen. Mhm. Und dieses hier. Und jetzt erklär du mir mal, wie du das noch einfacher machen willst. Mein lieber Sepp Hirschthaler, das einfachste Zeichen ist nun mal nicht das simpelste Zeichen, wie du denkst, sondern das allgemeinste. Wenn du davon ausgehst, dass das Leben auf der Erde aus einer Ursuppe entstanden ist, dann müssen in dieser Ursuppe alle Elemente enthalten gewesen sein, die zu so komplexen Gebilden wie zum Beispiel dir, lieber Sepp, geführt haben. Verstehst du? Aber liebste Ludmilla, das ist doch pure Metaphysik. Das eine ist das Leben, das andere sind die Zeichen. Deine Vorstellung ist einfach kindisch. Mhm. Wie soll das denn aussehen? Wie Buchstabensuppe? Ich sage dir eins. Es gibt eine super Form, die alle Zeichen in sich vereint. Ein Urmuster, das bei höchster Komplexität die einfachste Struktur besitzt. Ludmilla, beruhige dich doch. Ich muss jetzt drüber. Sehen wir uns noch, bevor du nach Massachusetts fliegst? Sie hören jetzt Professor Josef Hirschthaler von der Salzburger Assoziation für Grenzbereiche der Neurophysiologie mit dem Vortrag der Haupteffekte. Meine Damen und Herren,
Meinen Sie wirklich, dass das, was Sie vertreten, Hand und Fuß hat? Ich meine nicht, ich weiß. Sie sind wohl ganz schön weit gelaufen heute. Je geringer also die Anzahl der Befehle, die in der Sie irren sich. Ich habe zu lange gestanden. Stehen ist viel anstrengender als gehen. Natürlich hat meine Theorie Hand und Fuß. Hirngespinste interessieren mich nicht. Die Zeit ist zu wertvoll. Was haben Sie gegen Hirngespinste? Immerhin steht in den Zeitungen überall, Ihre Ursuppe sei ein Hirngespinst. Und wenn ich mir mal so ein Hirngespinst vorstelle, dann sieht das doch Ihrer Ursuppe ganz ähnlich. Finden Sie nicht? Sie sind wohl immer so voreilig mit Ihren Schlüssen. Sehen Sie? Was soll ich sehen? Ich sehe, dass Sie gerade eine richtige Wissenschaftlerin gewesen sind. Sie sind doch eine, die es genau wissen will. Aber vielleicht gehen Sie die Dinge manchmal etwas zu voreilig an. Dabei weiß doch niemand besser als Sie, was Sie zu tun haben. Sie sagen es doch selbst. Stehen ist anstrengender als gehen. Also, warum gehen Sie nicht? Herr Hörstaller, sind Sie denn auf dem... Ludmille, verzeih bitte mein Aufgebrachtsein vorhin. Fehlt dir etwas? Kann ich dir helfen? Nein, Sepp, nein. Lass mich allein. Es ist alles gut. Herr Professor, kommen Sie bitte zum Interview. Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui est-ce lui-ci? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont deux en un. Et qui est qui? Qui est celui-ci? Et qui est celui-là? Va savoir! Mon Dieu, mon Dieu! Quelle confusion! Ja? Ja, Steingold hier. Steingold! Wo sind Sie, Mann? Ich stehe im Augenblick bei Kilometer 152 auf der Nationalstraße 76. Das sieht Ihnen wieder mal ähnlich. Konnten Sie denn wirklich nicht verhindern, dass das in die Zeitung kommt? Was können Sie überhaupt verhindern, außer Ihrem Erfolg? Sie sind beim Geheimdienst, Steingold. Wann begreifen Sie das endlich? Wie ist es mit dieser Ärztin? Sind Sie da wenigstens dran geblieben? Ja, sie heißt Dr. Ludmilla Nerovna und wird heute Nachmittag 18 Uhr einen Flug nehmen nach Südamerika. Lima, Peru, wenn genau gesagt. Gut, Steingold. Sie finden mir heraus, wer dieser Ennio Otto ist. Alles andere übernimmt Miletti. Aber Chef, Sie glauben doch auch nicht, dass dieser Jerome Holm tot ist. Nein. Ja, dann können Sie doch nicht Miletti. Ich meine, das ist doch ein viel zu großer Fisch für Sie. Steingold, jetzt sagen Sie bloß noch, für Sie wäre das der richtige Fisch. Schluss der Debatte. Das hier ist ein Auftrag für Miletti. Oh,
Warten Sie! Das dürfen Sie nicht vergessen. Ganz neuer Typ, extra entwickelt für Nottransporte von Kontinent zu Kontinent. Die Farben öffnen die Pforten des Herzens. In diesen breiten Kragen kann man doch nicht einmal sich selbst trauen. Keine Angst, bei Ihnen ist das was anderes. Sie kommen ja aus Europa. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, für wahr. Ich ahne, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen werden. Denn nie waren die Schritte des Menschen und die Wege des Herrn unerforschlicher als heute. Aber hinter diesen kurzen Krawatten sind Sie nicht her, oder? Na und wenn schon, also dann. Es wird für Sie sehr angenehm sein. Sie werden in eine unbekannte Welt entführt. Nehmen Sie es, wie es ist. Seien Sie passiv. Die Atmosphäre ist gesättigt. Ihre Gedanken funkeln wie Brillanten. Schauen Sie hin, Sie sind es wert. Schauen Sie hin, Sie sind es wert. Sie können sich jetzt anschnallen. Delta Romeo Kilo. Hello, Charlie Romeo Delta. This is Tower Cura Airport. Request taxi clearance for takeoff. Pero qué bonita carga que lleva, capitán. Cuidado que no se la lleve el viento. Pero qué pequeñita, bonita. Próxima, caballero. Welt ist schön. Hallihallo, Miletti. Hier ist Chef und bittet um dein Gehör. Dein Objekt heißt also Dr. Ludmilla Nerovna. Dr. Nerovna ist Neurophysiologin am Massachusetts Institute of Medical Research for Human Development Part 1 Psychology. Hinter diesem blumigen Namen verbirgt sich eine Forschungsgemeinschaft für zerebrale Penetrationstechniken, wie Sie es nennen, also Weltverbesserer, aber in letzter Zeit wissenschaftlich ziemlich erfolgreich.
Diese Dr. Nerovna interessiert uns im Moment allerdings aus einem anderen Grund. Sagt ihr der Hold. Jerome Hall etwas. Natürlich sagt er dir was. Nun, niemand anders als Frau Doktor ist vor 2 Tagen auf einem wissenschaftlichen Kongress mit Jerome Hall gesehen worden. Warum diese Begegnung? Genau das sollst du herausbekommen. Tatsache jedenfalls ist, dass Jerome Holm einen Tag später bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Scheinbar. Also kurz gesagt, erstens glauben wir nicht, dass er tot ist. Und zweitens gibt es Gründe anzunehmen, dass Frau Doktor ihn wieder treffen wird. Was du noch wissen musst, ihr Patient ist der ehemalige deutsche Konsul in Peru. Du hast 6 Stunden Zeit bis zur Landung. Und die ist nicht, wie Dr. Nerovna annimmt, in Massachusetts, sondern auf Roald Amundsen 5, also am Südpol. Erkälte dich nicht, hörst du? Ich möchte ungern auf dich verzichten müssen. Es kommt etwas auf dich zu, also Augen auf. Du bist das jüngste Pferd in unserem Stall und meine große Hoffnung. Eine Hitze. Da muss man sich ja dauernd frisch machen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Diese Insekten. Hoffentlich gibt's sie hier nicht auch. Naja, sieht ja zum Glück alles sehr steril aus hier. Da werden die sich bestimmt nicht wohlfühlen. Wie geht's ihm? Wem? Meinem Onkel. Ach, Ihr Onkel? Er schläft. Glücklicher. Ich wäre auch lieber krank und könnte schlafen. Schlafen können ist viel ungesünder als krank sein. Nicht wahr? Was sagt die Ärztin dazu? Nun, grundsätzlich ist das nicht falsch. Aber ich rate Ihnen, die Krankheit Ihres Bruders nicht zu unterschätzen. Er ist nicht mein Bruder, er ist mein Onkel. Das sieht man doch. Naja, ich verstehe. Ihr Onkel. Wann landen wir denn in Massachusetts? Das ist sehr lieb von Ihnen, dass Sie Ihren Onkel begleiten. Ich vermute, dass er Ihnen sehr ans Herz gewachsen ist. Genau so ist es. Wie haben Sie das erraten? Ich bin extra aus Europa gekommen, auf dem schnellsten Weg. Und hatte noch nicht einmal Zeit, mich mit Ihnen zu verständigen. Aber das hätte ich wohl tun müssen, ich weiß. Ich glaube, Sie machen sich unnötige Sorgen. Ihr Onkel wird wieder gesund sein, bevor wir in Massachusetts sind. Wenn wir jetzt keine Zeit verlieren. Ah, aber hat er denn eine schwere Krankheit? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie mir sagen. Schließlich ist er doch ein wichtiger Mann. Für mich sind Sie alle gleich.
Ist das hier eigentlich ein Regierungsflug? Ja, natürlich. Oder meinen Sie, das würde Sie teuer zu stehen kommen? Nein, aber fast hätte ich gedacht, Sie sind hier der Chef. So kann man sich irren. Eine Frau Doktor habe ich mir allerdings auch anders vorgestellt. Sie lesen wohl nur Ihre Landkarten, oder? Wissen Sie nicht, wie die berühmte Dr. Nerovna aussieht? Ich gestehe. Ein Bild von Ihnen in der Zeitung wäre mir sicher nicht entgangen. Sind Sie sich immer so sicher? Oh nein, ganz und gar nicht. Kommen Sie, ich stelle Ihnen Dr. Nerovna leibhaftig vor. Und mit wem habe ich eigentlich das Vergnügen? Mit der Nichte des Konsuls. Frisch aus dem Internat gekommen in den wilden Dschungel. Wo sie sich hoffentlich nicht verlaufen wird. Oje. Ich fürchte, ich habe Ihnen zu viel versprochen. Wenn wir Sie jetzt stören, wäre das nicht gut für meinen Onkel. Schade. Oder meinen Sie, dass es vielleicht eine andere Möglichkeit... So steht sie da und weiß nicht, wohin. Doch eine glückliche Fügung hat er diesen erfahrenen Pfadfinder an die Seite gestellt. Raffiniert. Dr. Nerovna. Ja, ich sehe. Sehen Sie. Der stille Ozean. Zu neuen Ufern. Die Arbeit ruft, leider. Aber wenn Sie sich noch einmal verlaufen sollten... Thank you.
Es gibt eine super Form, die alle Zeichen in sich vereint. Ein Urmuster, das bei höchster Komplexität die einfachste Struktur besitzt. Aber liebste Ludmilla, das ist doch pure Metaphysik. Deine Vorstellung ist einfach kindisch. Wie soll das denn aussehen? Wie Buchstabensuppe? Sepp Hirschthaler, dein Effekt reicht mir nicht. Es gibt einen Kurzschluss in deiner Theorie. Und den werde ich ausmerzen. Ist die Neugier nun Ihre Stärke oder Ihre Schwäche? Wie man's nimmt. Ich denke, ich kann dann noch etwas von Ihnen lernen. Da ich nicht verhindern kann, dass Sie hier sind, und ich Sie außerdem gut gebrauchen kann, merken Sie sich jetzt Folgendes. Unter keinen Umständen darf jemand von dem erfahren, was Sie hier gesehen haben und sehen werden. Das bleibt ganz unter uns. Klar? Mit Sicherheit. Charlie Delta Romeo Kilo to Roald Amundsen 5. Can you hear me? Roald Amundsen 5. Can you hear me? Das einsame Mädchen im ewigen Eis. Ich muss Sie bitten, auf der Stelle in Standby zu gehen. Darf ich fragen, wie Sie sich das vorstellen? Ich setze gleich zur Landung an. Es muss sein. Ja, bis später. Ende.
mich nicht alles täuscht? Das war keine Täuschung. Das gibt es wirklich. Auch wenn das hier alles nur Simulation ist. Mit der Programmübersicht beenden wir unsere Sendefolge. Gute Nacht. Buchstabensuppe? Telefonzentrale, namenlos, Apparat 2. Welchen Teil hier, wünschen Sie? Fräulein? Ja? Verbinden Sie mich sofort mit dem Institute of Medical Research for Human Development bei Advanced Psychology in Lowell, Massachusetts, USA, bitte. Massachusetts? Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wünschen Sie ein Auslandsgespräch. Das dauert aber ein Weilchen. Wie sagten Sie noch gleich, ist Ihr Name? Warum sind wir nicht in Massachusetts? Diese Frage müssen Sie an jemand anderen richten. Ich weiß nur, dass Ihr Flug planmäßig verlaufen ist und dass wir uns hier auf dem 70. Breitengrad befinden. Das heißt am Südpol. Guten Tag, ich bin Schwester Sibylle. Was für eine Krankheit hat er denn? Das Klima hier ist nämlich für manche Krankheiten sehr schädlich, für andere aber auch wieder sehr gesund. Naja, es ist halt wie bei jedem Klima. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug. Wissen Sie vielleicht, was Simulation heißt? Täuschen? Vortäuschen? Täuschen? Vortäuschen? Boris! Hey, Boris! Komm! Ja, was gibt's denn? Komm. Weißt du vielleicht, was sie will? Sprich doch mal mit ihr. Mir hat keiner irgendwas gesagt. Und ich habe überhaupt nichts mit der Sache. Was will sie wissen? Aber geh du doch lieber mal rein. Na, meinetwegen. Das ist Morris, Frau Doktor. Er kann Ihnen sicher helfen. Was hat das alles zu bedeuten? Das einsame Mädchen im ewigen Eis. Den Arzt nicht vom tatsächlichen Reiseverlauf zu informieren. Sie können gar nicht beurteilen, was das für Folgen haben kann. Ich weiß. Mein lieber Morris, so war Ihr Name, nicht? Sie scheinen mir hier der einzig vernünftige Mensch zu sein. Und daher bitte ich Sie, mich in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Ich muss so bald wie möglich in Massachusetts sein. Sehen Sie, der Konsul ist gerettet. Er wird morgen früh aufwachen und sich glänzend fühlen. Aber Massachusetts drängt. Es geht um ein Menschenleben. Ein Menschenleben. Sie sagt es bereits. Oh Gott. Aber jetzt lassen Sie uns erstmal Ihrem Schlafraum. Aber das ist doch vollkommen überflüssig. Sie müssen mich auf der Stelle nach Massachusetts fliegen. Wollen Sie das? Ich würde Ihnen gerne helfen, aber Sie müssen es auch. Ich habe leider gar keine Zeit. Nur diese Nacht. Morgen fliege ich schon wieder. Ich sage es zum letzten Mal. Rund um den Globus. Ich will mal nicht so sein. Wenn du es noch eine Stunde ohne mich aushältst. Ich werde mich wohl
zwingen lassen müssen? Nein, ich bleibe keine Minute länger hier. Dann geh schon mal schlafen. Ich werde dich schon wach machen. Aber Boris, wollen Sie denn nicht einmal raus aus dieser eisigen Einöde? Da haben Sie allerdings recht. Na, endlich verstehen wir uns richtig. Na, jetzt übertreiben Sie aber. Also gut, in 10 Minuten ist die Maschine startet. Ich muss Sie jetzt hier allein lassen. Wir treffen uns an der Maschine. Ausgezeichnet. Ach übrigens, Morris, wir müssen noch eine Zwischenlandung machen vor Massachusetts. Müssen wir sowieso. Na, mein Freund. Zunehmender, zur Hauptsache abstrakter Bewegungsvielfalt im Alltag von Zivilisationen übernahm der Mensch die Möglichkeit, Bewegungseinheiten zu messen in sein Bewegungsverhalten auf. Voraussetzung hierzu war, die Bewegungsdichte zu reduzieren. Vorbild lieferte das Bewegungsverhalten von Maschinen, die den Großteil der Alltagsbewegungen vollzogen. Ihre Begrenztheit, sie können lediglich vor und zurück, rauf und runter oder im Kreis und so weiter, schaffte ein simples System von Messdaten und Skalen, die von allen Mitgliedern der betroffenen Kulturbereiche eingelesen werden konnten. Es fand eine obsessive Befolgung der Möglichkeit, Bewegungen in ein Zeit- oder Entfernungsendprodukt zu abstrahieren statt. Was dazu führte, dass die Menschen ihre eigenen Bewegungsabläufe zu funktionalisieren begannen. Gefragt war die effektive Bewegung. Überschüssige Muskelspannungen und überflüssige Bewegungen wurden beseitigt. Der saubere Bewegungsablauf konnte anschließend durch ständiges Wiederholen automatisiert werden. Ab hier genügt ein Auslösereiz, den ganzen Ablauf zu vollziehen. Der Körper hat gelernt, was zu tun ist. Neue Bewegungsabläufe zu erlernen, das Bewegungsrepertoire zu erweitern. Einer solchen Entwicklung stand jedoch das Verlangen nach Messbarkeit motorischer Ketten entgegen. Man suchte nach anderen Wegen und fand sehr schnell ein. Es begann die Ära der Aktivität der großen Muskelgruppen. Alle Mitglieder einer neuen Bewegungsgruppe begannen, nachdem die Bewegungsabläufe automatisiert waren, die großen Muskelgruppen auszubilden. Denn das schaffte die Voraussetzung, die jeweiligen Bewegungsorganisationen nach einfachen Zahleneinheiten abzubilden. Die Methode, die zur Verfügung stand, war der Wettkampf. Da ich nicht annehme, dass unser Pilot sich verflogen hat, kann ich wohl davon ausgehen, dass Sie Ihren Onkel hier gut aufgehoben sehen. Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass mich der Konsul genauso wenig interessiert wie Sie? Ach, umso weniger also werden Sie mich vermissen. Ich fliege in ein paar Minuten in meine Klinik. Nach Massachusetts? Wollen Sie mir nicht noch die Fotos zeigen? Wenn Sie mich so fragen? Hieraus entstand eine Reihe von Problemstellungen, deren Bearbeitung Gegenstand einer Untersuchungsreihe ist, die den Zusammenhang zwischen Bewegungsintensität und dem Zustand äußerster Ruhe in unserem Lande beinhaltet. Das motorische Prinzip sagt, wer sich bewegt, hat Recht. Das ist kein allgemein und immer gültiges Gesetz. Es ist eher ein Motto. Waren es nicht 5? Ich habe nicht mitgezählt. Es wird nicht besonders vorteilhaft sein, wenn Sie sich mit dieser Angelegenheit weiterhin befassen. Sie oder wer auch immer. Ist eben angekommen. Ja, danke. Dankeschön. Woher wollen Sie wissen, mit welcher Angelegenheit ich mich befasse? Außerdem finde ich das ungerecht. Immerhin hätten Sie die Fotos ohne mich gar nicht. Sie könnten mir doch dies eine da lassen. Ich sammle nämlich Souvenirs. Das Beste wird sein, dass Sie in keine Versuchung mehr kommen.
Ich mache es Ihnen leicht. Lassen Sie das. Es wäre schade. Zu schade. Alles Gute. Danke, ich kann auf mich aufpassen. Nein, da bin ich mir nicht sicher. Das verstehe ich nicht. Eine halbe Stunde lang habe ich versucht, Morris zu überreden. Und jetzt sind Sie wieder hier. Ist alles in Ordnung. Morris hat mich gebeten, Sie zu fliegen. Er kennt die Maschine nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, bitte? Wann kommt Steingold an? Ist noch nicht klar. Moment, dann machen Sie es bitte klar und wecken mich rechtzeitig, ja? Sehr Danke. Wohl. This is Roll the Monster 5. Alpha Zulu Whiskey. Can you hear me loud and clear? Maintain landing procedure. Over.
fangen jetzt keine langen Reden an. Wir haben wenig Zeit. Wenn ich dir diesen Job überlasse, dann betrachte es als ein Geschenk von mir. Danke. Sehr großzügig. Fast so großzügig wie Chef. Wo bin ich? Was ist das hier? Was soll dieses Tier? Wo ist diese Frau Dr. Nerovna? Jetzt beruhigen Sie sich doch erst einmal, sonst bekommen Sie gleich einen Rückfall. Ach, was? Ich und Rückfall? Rufen Sie mir lieber diese Dr. Nerovna. Ist heute Nacht geflogen. Geflogen? Wie? Na, geflogen mit dem Flugzeug. Was? Ausgerechnet jetzt, wo ich sie brauchen könnte? Ausgerechnet. Na, nun geben Sie mir mal bitte meinen Hausmann. Das dürfen Sie nicht. Ach was, meine Liebe. Ich bin kerngesund. Eingeredet. Hat sie mir alles, diese Frau Dr. Nerovna? Ja, ja. Und ich bin drauf reingefallen. Aber das mache ich nicht nochmal, mir sowas einreden zu lassen. Also, wo ist denn nun mein Hausmantel? Na, da ist er ja. Ich und krank, das ist ja zu komisch, dass ich nicht lache. Ich fühle mich brillant. Der österreichische Bundespräsident ist am Apparat und möchte gern Frau Dr. Nerovna sprechen. Nun seien Sie mal nicht so vorlaut, junger Mann. Was? Der österreichische Bundes... Mein Vetter? Wo ist das Telefon? Was haben Sie vor? Na, telefonieren, mein Lieber, telefonieren! Telefonieren! Hallo, Vetter! Ja, ich bin's, dein Vetter! Also, was für ein Zufall. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein. Packard? Peggy? Ich bin's. Ja, ich spreche immer noch Deutsch. Das fragst du mich jedes Mal. Nach 50 Jahren in den Drogen nicht verlernt. Genau. Du kannst doch nicht 3 Tage durchschlafen und mich hier einfach stehen lassen. Packard, nun schau doch mal. Wir sind hier zwar im ewigen Eis, aber deswegen bin ich noch lange keine Eisscholle. Wie? Ja, warum bin ich eigentlich hier? Das frage ich mich auch. Packard, du hast mich längst gesehen, stimmt's? Du guckst auch die ganze Zeit unter der Decke hervor. Na, warte, ich krieg dich schon. Habe ich ein Muster gesehen? Das wimmelt der ganze eigentlich. Was schreien Sie denn so? Wie laufen Sie überhaupt herum? Wie würden Sie wohl herumlaufen, wenn Sie eben eine Leiche im Bett entdeckt hätten? Richtig gehört. Ich bin entführt und verführt worden von einer Frau Dr. Nerovna. Bis später. Sehr witzig. Was soll das sein? In 5 Jahren vielleicht? Ja, das kann ich mir vorstellen. Du
dass die schwer zu erreichen ist. Reißen Sie sich mal zusammen und stellen bitte schön eine Frontverbindung her. Die Sache hier ist ernster, als Sie denken. Eine brillante Idee. Könnte was von mir sein. Ein Besuch in Europa, also das wäre ja noch ein richtiges Abenteuer. Und einen Flug brauche ich auch. Sofort. Habe ich richtig gehört? Da fliege ich aber mit. Hast du gehört, Vetter? Ich komme nach Europa. Im Flug. Ihre Doktorin Erovna hat ihm ohne Zweifel den Kopf verdreht. Wie ich Ludmilla kenne, wird dieses Experiment gewiss kein Zufallstreffer bleiben. Und wenn es erst mal soweit ist, was meinen Sie, wer sich alles die Beine dafür ausreißen und damit Schindluder treiben wird? Ich sage Ihnen, diese Entdeckung in den falschen Händen, nicht auszudenken, was dann geschieht. Mein lieber Professor, mit der langen Erfahrung, die ich in diesen Dingen auf dem Buckel habe, nicht nur als Bundespräsident, kann ich Ihnen versichern, dass diese Sache längst auf dem Weg in die falschen Hände ist. Sagen Sie das nicht, ich will es gar nicht wissen. Ich hoffe nur, dass Ludmilla nichts geschieht. In welchem Winkel dieser Erde wird sie jetzt wohl sein? Du spürst den beißenden Hauch der Verwesung. Drehe dich um. Ein alter, starker Stamm führt dich über den Tümpel des Todes zum Ziel.
Lieber nicht, junge Pfadfinderin. Werfen Sie das Ding rüber. Steht er jetzt schon Stunden. Kein Schwein weiß, was das für einen Sinn hat. Er arbeitet nach keinem erkennbaren Prinzip, sprunghaft. Man kann ihn nicht einschätzen. Verstehen Sie? Sie und ich, wir haben unsere Gewohnheiten, Schwächen. Das schränkt uns ein, macht uns berechenbar. Aber er... Jedenfalls nicht unwitzig, ihn so schnell zu treffen, so ganz ohne Schwierigkeiten, dank Ihrer Hilfe. Und Sie? Miletti? Was machen Sie hier? Warten Sie. Ich hole uns was zu trinken. Hm? Kommen Sie. Setzen Sie sich. Nehmen Sie einen Schluck. Das lockert. Also, was ist es, was Sie antreibt? Lassen Sie mich raten. Sie sind Einsatzinformantin. Callgirl. Kleiner Fisch unter kleinen Fischen. Das ist natürlich nichts für Sie, kann ich verstehen. Sie wissen, was Sie wert sind. Sie haben viel zu bieten. Und Sie setzen es ein. Alles. Sie sind also auf dem Weg nach oben. Und Sie sind auf dem Holzweg. Noch immer Pfadfinderin. Also gut, lassen wir das Persönliche. Sie haben ihn also gefunden. Bravo. Gratuliere. Was sind Ihre Zukunftspläne? Ihnen ist doch klar, was für eine Fährte Sie den Bluthunden hierher gelegt haben. Den Schaden werden die aufkreuzen. Ich kann Ihnen sogar die Reihenfolge sagen. Als Erste kommen die mit den kurzen Krawatten. Die setzen ihre gesamte Intelligenz auf Ballistik und das lohnt sich. Sie sind da zweifellos die Besten. Wissen Sie, was Fare la Croce heißt? Vier Leute schießen ihrem Opfer gleichzeitig in beide Ellbögen und beide Knie. Vier Schüsse in einer Zehntelsekunde und der Unglückliche klappt zusammen wie ein Kartenhaus. Fare la Croce.
Mafia, verstehen Sie? Die mit den kurzen Krawatten können das auch. Man sagt, Ihre Krawatten sind deshalb so kurz, damit Sie nicht ins Gesicht wehen beim Anlegen. Ich langweile Sie. Warten Sie, ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Die Geschichte, wie Jerome Holmes starb, um unterzutauchen. Am 23. Juni 1984 ereignete sich bei Beaugency in Frankreich ein Autounfall. Dieser Unfall muss in jeder Hinsicht als perfekt angesehen werden. Ganz so wie ein wirklicher Autounfall. Täuschend echt. Nach allen Regeln der Kunst. Eine perfekte Show. Natürlich war auch eine Leiche nötig. Diese Leiche hieß Ennio Otto. Sie hatten ihn hergerichtet, sodass er aussah wie Jerome Holm. Seitdem denkt jeder, Jerome Holm ist Ennio Otto. Wissen Sie, warum ausgerechnet Ennio Otto? Ganz einfach, der Name gefiel ihm. Er gefiel ihm sogar ganz außerordentlich. Können Sie sich denken, warum? Es war sozusagen der Name, der ihm noch fehlte. Ein Buchstabenversetzspiel. Jerome Holm, Ennio Otto. Rottenalm. Was heißt das? Sie sehen nicht so aus, als würden Sie ihn einfach abknallen. Dazu haben Sie zu viel gegen ihn. So, meinen Sie vielleicht, ich sollte es ihm mal so richtig ins Gesicht sagen, ja? Hören Sie, ich muss mir nichts beweisen. Er ist nun mal besser als ich. Nein, danke. Solche Kunststückchen überlasse ich anderen. Sie sind also ein Schaf, das einfach verzichtet. Meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wissen Sie, ich bin Privatdetektiv. Ich hatte meinen Partner, Ennio Otto. Er war mein Freund. Mein bester und einziger Freund. Thank you.
Können Sie einen Augenblick Ihre Waffe entbehren? Bei allem, was du tust, kreuze niemals deinen Weg. Wo bin ich? Sie sind in guten Händen. Denken Sie jetzt nicht daran. Ruhen Sie sich aus. Sie haben Schweres hinter sich. Also, gehen Sie. Suchen Sie Ihren Weg. Gehen Sie ohne Angst und es wird Ihnen nichts geschehen. Angst ist der Geiz der Seele. Die Gabe des Wanderers aber ein reiches Herz. Gehen Sie und Sie werden finden. Sie sind nicht allein. Sie sollten das alles etwas mehr von oben betrachten, Sie als Wissenschaftlerin. Ist natürlich nicht ungefährlich, ich weiß. Sehen Sie mich an. Ich stehe auf keiner Seite, bin überall und nirgends. Sie brauchen zwar alle meine Dienste, aber weil ich jedem diene, der mich braucht, ohne Skrupel, wäre die ganze Welt froh, wenn es mich nicht gäbe. Sie hassen mich. Arme Teufel. Stochern im Dreck belangloser Leute. Für jede lächerliche Information reißen sie sich die Beine aus und finden das auch noch spannend. Ohne Angst können sie sich keine Spannung vorstellen. Ein Leben lang bringt man sie zum Tanzen, wie das Licht dort auf dem Wasser oder die Elemente in ihrer Ursuppe. Und irgendwann, ganz plötzlich und ohne dass sie damit rechnen, aus. Vorbei. Was fangen wir jetzt an? Sie brauchen wohl immer ein Ziel. Ohne Ziel sind Sie aufgeschmissen, oder? Sie wissen doch, stehen ist anstrengender als gehen. Also, was halten Sie davon, wenn wir hier verschwinden? Und in welche Richtung hatten Sie gedacht? Nun, zurück geht nicht. Also nach vorn. Wir verschwinden nach vorn. Ach so. Und welchen Weg würden Sie vorschlagen? Den da? Oder den? Oder nein, vielleicht den? Ach, natürlich den kürzesten. Sie kennen den Weg. Ja, ganz genau. Ich führe uns. Sie müssen nur tun, was ich sage. Gut. Also los. Ich liebe Sie. Sind Sie sicher, dass Sie jetzt nicht zu weit gehen?